Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Venus, Halbquadrat, Saturn, ein 45-Grad-Aspekt, ein gespannter Aspekt und die Verbindung zwischen Venus und Saturn erachte ich immer als problematisch, auch im Trigon. Es geht hier bei der Venus um Liebe, Freude, Ausdruck von Sexualität, ja? Also auf gut Deutsch, alles, was im Leben so Freude bereitet. Und Saturn ist so das Gegenteil, also das ist Kälte, Härte, Frost, das ist sozusagen das Lachen und das ist sozusagen die todernste Miene, ja? Und immer wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird es ein bisschen schwierig. Das heißt, wir können hier mal sagen, Hemmungen im Triebleben, Hemmungen in der Sexualität, Verlust der Freude, Kaltherzigkeit, Rückzug, Pflichtgefühl, Sparsamkeit. Ja. Und all die Saturn-Venus-Aspekte haben halt auch mit der Ernsthaftigkeit des Lebens zu tun, haben auch zu tun mit Beschränkungen, mit Mangel an Sicherheit, wo man dann auch sagt, lieber den Spatz in der Hand als die Taube am Dach. Es ist ein sehr starker Aspekt, der in Richtung Realitätssinn zurückgeht. Ja? Also das heißt, wo man dann sagt, es fliegen einem nicht mehr die gebratenen Tauben in den Mund, sondern jetzt heißt es Ärmeln aufkrempeln und hart arbeiten. Und naja, das würde ich sagen, steht ja auch so ein bisschen in der 7 drinnen, sozusagen ohne Schweiß kein Preis. Also das heißt, diese Thematik hier, diese Thematik hier zeigt uns jetzt natürlich, dass vor uns eine schwierige Zeit liegt. Wie gesagt, 151 Tage, das sind circa 5 Monate, ungewöhnlich lange dauert jetzt diese gespannte Phase. Und bis Ende März wird uns diese Energie begleiten und nicht nur das, wir haben hier natürlich dann noch andere starke Aspektierungen drinnen. Dazu kommen wir gleich dann in weiterer Folge, aber zunächst einmal schauen wir uns das Halbquadrat an. Halbquadrat ist ein schwieriger Aspekt. Und hier steht zum Beispiel über das Halbquadrat Gereiztheit hinsichtlich von Zielen. Persönlich lasse ich mal weg. Und hier der entscheidende Satz beruht auf der Unfähigkeit, eine Struktur zu finden, Saturn, mit deren Hilfe die zukünftigen Ideale ausgedrückt werden können. Langsamer Planet. Naja, also das heißt, hier hat man eben Schwierigkeiten mit der neuen Weltordnung. Wie komme ich auf das? Naja, ganz einfach. Die Venus ist die Herrscherin des 10. Hauses, steht für die Stadt Zipaten. Am Aszendenten geht sich mit der 5-Grad-Regel eindeutig aus. Saturn steht, Saturn steht noch auf Steinbockgraden, 2. Haus. Das heißt, Saturn steht für das Finanzsystem, für das Geld. Also das heißt auf gut Deutsch, die Träume, Takatuka-Land oder Schlaf, wie habe ich es genannt? Schlaf-Schafistan, die Schlaf-Schafistaner Träume lassen sich nicht finanzieren. Ei, ist das dumm. Blöd, ja? Dumm gelaufen, Freunde. Also hier haben wir ein echtes Problem. Natürlich gilt diese Energie für uns alle, gar keine Frage. Weil das ist eben diese Grundschwingung der Freudlosigkeit, wo die natürlich jetzt sehr frustriert sind, dass ihre Fälle davon schwimmen. Dabei haben sie es doch über Jahrhunderte so wunderschön geplant, nur haben sie halt eines nicht berücksichtigt, dass wir uns spontan dazu zusammengeschlossen haben und bereit erklärt haben, mit viel positiver Energie, mit viel Freude ihre Pläne zum Scheitern zu bringen. Es tut mir wirklich leid, es tut mir aufrichtig leid, aber manchmal muss man die Dinge auch so nennen, wie sie sind. Mentale Kräfte stehen eben über debilen Planungen. Es ist leider so. Und hier wurde sehr debil geplant, sehr eindimensional geplant und sie haben einen riesengroßen Fehler begangen. Sie haben sich der Selbstüberschätzung hingegeben. Sie dachten, sie haben uns
in der Westentasche, aber leider haben wir ihnen die Westentasche über den Kopf gezogen und die Schnur zugebunden. Ja, manchmal läuft es halt anders, als man sich gedacht hat. Und es tut mir unendlich leid. Also vielleicht machen wir dann auch in den nächsten Monaten einen Nachruf auf die Stadtsipaten, aber im Moment haben sie sehr, sehr große Probleme. Und die sind hier ganz leicht herauszulesen. Herrscher von 10 und Herrscher von 2. Und natürlich ist die Venus auch Herrscherin des 5. Hauses. Das heißt, auch hier hat das Wachstum im Land immense Probleme, weil diese Lügenmaschinerie nicht mehr finanziert werden kann. Weiter zum 3. Teil. Ende.